Seid mir gegrüßt, Rottgar, Zweitgeborener des großen Thoralf. Sagt, was führt euch zu mir? Seid auch ihr mir gegrüßt, Bram. Doch, nicht ihr seid der Grund für meine Reise. Ich, Rottgar Thoralfsson, herrsche über Fardis, fordere die Macht der Götter. Für mich und mein Reich. Die Götterträne, ihr! Mit welchem Recht, Rottgar? Mit welchem Recht? Mit welchem Recht, fragt ihr? Nun, ich habe mein Volk in ein strahlendes Dasein geführt und ihm durch Entbehrung jede Schwäche genommen. Stark und ohne Furcht ist mein Volk. Die Natur in meinem Reiche ist mir untertan. Rein und edel ist unser Blut. Doch schaue ich über die Grenzen meines heiligen Reiches hinweg, so sehe ich all die Fremden und Wilden in ihrer Unwissenheit dahinsiechen. Die Zeit ist gekommen, Bran, sie alle unter der Größe meines Reiches zu einigen. Dafür und mit gutem Recht also verlange ich die Macht der Götter. Oh nein! Allein mir, Ildur, gebührt es die Macht, in den Händen zu halten. Hör mich an, Rottgar, denn euch habt die Werke der Götter gelesen, die alten Schriften und weiß, nur einer der rechten Glaubens ist, die Macht der Tränen nutzen kann, um der Welt das Heil zu bringen und sie aus der Dunkelheit ins Licht zu führen. Ich bringe der Welt den Frieden und setze dem ewigen Töten und Blutvergießen ein Ende. Die Menschen werden wieder lernen, ihre Nächsten zu lieben. Ehrwürdiger Pfarrer, mein Bruder Rottgar, mein Bruder Rottgar, mein Bruder Rottgar ist fehlgeleitet und so beansprucht er die Macht für sich und seine niederen Belange. Du wagst es, dich mir entgegenzustellen. Ruhm, Ildur, erlangt man nicht durch schöne Worte, nur die Taten eines Königs werden dem Volk in Erinnerung bleiben. Ich kann nicht glauben, dass wir beide denselben Vater haben. Der Gram über dich wird ihm noch bis ins Grab folgen. Und jetzt verschwinde wieder. Hinter deine Dein Reich ist ein Ort der Finsternis. Und deine Taten beschwören das Böse. Die ewige Dunkelheit wird die Welt überziehen. Dein Glaube ist geprägt von Schwäche. Aber ich bin der Bote. Ich gehe den rechten Weg. Ich, du Gute. Mein Gott steht mir bei. Und ich lasse mich durch nichts abhalten. Na dann komm. Mit deinem Gott gemeinsam gegen mich allein. Yeah! Ist das alles, Ildur? Ist das wirklich alles? Verschwinde! Verschwinde die Halunken! Verschwinde! Verschwinde von den Verstecken! Nimm deine Männer und verschwinde. Geh endlich ein. All die Jahre in deiner Kemenate haben dich nicht ebenbürtig gemacht, mit Männern im Kampf zu stehen. Lass mich los! Euer Kampf ist ohnehin vergebens. Mit euch, Rottgar, noch eurem Bruder Ildur, werde ich die Götterträne geben. Nicht ihr seid in der Lage, sie zu beherrschen, nein. Sie beherrscht euch. Und auch wenn ihr nur Gutes mit ihr vollbringen wollt, ruft sie doch genauso viel Böses hervor. Kehrt um. Versucht euer Glück mit menschlicher Stärke und Geschick. Bescheid,
ist doch schon mal Zeit, die Macht der Brille nutzen zu können. Komm, Männer, lass uns gehen! Feiglinge. Rottgar, auf euch empfehle ich, kehrt um. Du meinst, wir sind nicht ins Feld gezogen, um mit leeren Händen dazustehen. Nein! Und versucht ihr dennoch, uns aufzuhalten, wird es euer Blut sein, das den Boden trägt. Rottgar, besinnt euch. Ein allerletztes Mal. Kehrt um! Soldaten, holt mir, was mir zusteht! Ja. Rottgar! Ihr habt es nicht anders genug sein, Rottgar. Gegen mich, den obersten Wächter anzutreten, will ich euch einen gerechten Kampf liefern. Doch bedenkt, ich habe geschworen, die Götterträne mit meinem Leben zu schützen und werde bis zum letzten Atem zu bekämpfen. Nun, hier wird schnell getan sein. Weil die das nicht so nachvollziehen können. Und nach der Show höre ich mir dann immer an, wie toll er war und wie die Leute das nicht bemerkt haben. Und dann habe ich immer die Probleme mit diesen depressiven Typen. Also schön wäre es, wenn ihr jetzt alle so tun könntet, als würdet ihr das ganz toll finden. Und wenn ihr jetzt dann auch runterspringt, vielleicht so einen kleinen Szenenapplaus einflechten könntet. Ja? Also wir ziehen das jetzt durch, also zurück in Text. Also. Was? Was soll das? Ihr gehorcht mir nicht! Ja! Ja! Ja!
Ildur. Ja. Wie kannst du glauben, Ildur, etwas zu beherrschen, was bisher nur die Götter beherrscht haben? Nun sieh, wie du mit dem klarkommst, was du hervorgerufen hast! Wie euch gefällt mir, was ich hervorgerufen habe! Dann probier mal dein Glück!
kann ich nicht verwundern. Höre, Eduard! Keine von Menschenhand geschmiedete Waffe am Anfang um zu verwunden. Sie wird schon in den feuerlichen Radiosens geweiht sein. Und dann werde ich ihn töten. Ich werde dir eine Waffe geben, Brüderlein. Eine Waffe, die Mut erfordert. Toll, Bruder. Was kaputt oder das hast du wohl nicht gefunden? Mit dieser spitzgelackten Spitze den Riesendrachen kämpfen? Alle Feindlinge, alle was selber machen hier. Verzeih! Und wenn ich mit großer Faust dein Herz aus dem Leib reiße. Ja! 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 Oh.
Bruder! Ja? Er tut jetzt so. So, was ich getan habe, Ildo, fragst du? Was ich getan habe? Was habe ich getan? Ich habe eine Löschdecke auf die Brennerdecke geworfen. Sieh es dir an, Ildo. Sieh es dir an, all die Toten. Dein Bruder, all diese Ildo ist dein Werk. Ja, Eduard, die Träne der Macht hat dich verblendet, wie schon Tausende vor dir. Aber du, Eduard, du hast sie ergriffen. Das schon zum vierten Mal an diesem Wochenende. Mann! Nur du kannst sie zerstören. Entsage der Macht, Eduard. Entsage der Macht. Und vielleicht wird sich das Schicksal ändern. Der Macht entsagen. Ja. Aber ich kann verlieren nicht irgendwann. Hier liegt die einzige Waffe, die diesen Riesen Drachen töten kann. Nein, Ildo, du kannst den Drachen nicht töten. Was machen wir dann nächste Woche, wenn wir wieder eine Show haben? Dann suchen wir uns einen neuen. Ja. Auch einen Abschiedserfolg. Nein! Hey, Ildo, entsage der Macht, echt. Oder glaubst du, dass hier auf dem Eichsfeld auch nur ein einziger will, dass so ein atheistischer Sachse die Macht wählt? Oder? Ja, das glaube ich. Wer möchte alles, dass ein Sachse die Macht wählt? Eindeutig, Ildo, eindeutig entsagen. Gekauftes Pack. Der macht entsagen. Weißt du was, Ildo? Denk einfach immer dran, von wem du deine Gage kriegst. Ich entsage der Macht! Nicht mehr zu fürchten. Die unsägliche Macht und das Rückteil eurer Rüstung ist zerstört. Kommt vielmehr zu mir. Lasst uns unsere Waffen in der Flamme des Drachen kreuzen. Lasst uns darauf schwören, fortan gemeinsam darüber zu wachen, dass so etwas nicht wieder geschieht. Dies schwören wir! In der Flamme von Feindung!